Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Community gegen den Rest der Welt. Und ich spiele ihn, weil er seit heute draußen ist, für euch seit gestern oder seit vorgestern, je nachdem, wann ihr das Video seht, mein neuer Lieblingschampion. Das muss ich einfach so sagen, ich habe jetzt ein paar Games mit ihm gemacht und er fühlt sich ultra smooth an. Er ist stark, er ist mobil, er hat Sustain. Für mich hat er alles, was ein Champion braucht, um Spaß zu machen. Warwick im Jungle, jetzt erstmal im Jungle. Ich will für euch auf jeden Fall noch ein Warwick Toplane Gameplay, vielleicht auch ein Warwick Midlane Gameplay aufnehmen. Aber er macht so viel Laune. Allein hier, dass er die Gegner über die ganze Map spottet. Und wenn sie natürlich unter 50% der Leben haben, aber dass dann dieser Blood Trail hier entsteht, sodass ihr ganz genau wisst, wo ist der Gegner. Ihr lauft schnell auf den Gegner. Ey, das fühlt sich total geil an. Und ich liebe diesen Skin. Ich mag den klassischen... Whoop, scheiße! Total verpeilt! Oh, ich habe mich so verquatscht. Ich mag den klassischen Skin nicht unbedingt, weil ich... Ich habe es schon in einem alten Gameplay von mir gesagt, in dem letzten, wo ich gesagt habe, ich spiele nochmal den alten Warwick. Wow, gute Hilfe, Baby. Gute Hilfe. Da habe ich es gesagt, ich mag es nicht, dass er ein bisschen weg von dem Werwolf-Thema ist. Und wenn ich ihn hier mit diesem Skin spiele, dann habe ich trotzdem das Gefühl, okay, der ist ein Werwolf. Ein ziemlich bestialischer Werwolf, hat hier einen kleinen Vulkan auf dem Rücken. Aber ich mag diesen Skin, also cooler Skin, coole Splash-Arts auch auf jeden Fall. Und der Champion, ja wie gesagt, genial. Auch genug Sustain. Ich muss trotzdem gleich nach den Golems zum Blue Buff. Die Golems dauern immer ein bisschen länger, bringen aber gute Erfahrung, wenn man sich die einmal wegknackt. Das Coole ist, Warwick kann im Jungle nicht sterben. Warum kann er nicht sterben? Weil er nach wie vor eine ähnliche Passive hat, wie er sie früher hatte, auch vor dem Rework. Allerdings jetzt nicht von Anfang an, sondern erst, wenn er unter 50% der Leben hat und dann unter 25% seiner maximalen Leben, heilt er sich nochmal um das Dreifache. Also der kann im Jungle wirklich nicht sterben. Also zumindest nicht gegen Monster. Wenn er natürlich von einem Champion invaded wird, dann kann er durchaus sterben. Ich glaube, das war jetzt auch nicht die perfekte Route. Und hier geht's ab, hier geht's ab. Oh, ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Weiß Level 3 auch noch. Das sieht böse aus. Ich hoffe, die kommt jetzt. Er konnte noch flashen. Er konnte es noch. Er heilt sich. Und he's alive. Genial. Es steht immer noch 0:0. Das verspricht, ich sag's ja immer wieder, das verspricht dann ein spannendes Spiel zu werden. Aber man weiß nie. Manchmal sage ich das am Anfang und dann verändern sich die Spiele total zu unseren Gunsten. Selten von unseren Gunsten weg, sag ich mal. Aber es wird sich alles im Laufe des Spiels zeigen. So, ich switche hier einfach. Bin jetzt auch sehr früh zurückgegangen. Also in vielen der letzten Gameplays oder der Spiele, die ich selbst gespielt habe, ohne Aufnahme, um Warwick schon mal so ein bisschen zu üben. Also jetzt den neuen. Bin ich nicht so schnell zurückgegangen. Der Fehler war hier, glaube ich, die Golems zu machen. Also euch würde ich dann eher empfehlen, hier rüber, dann zu den Wölfen, das sind einfach weniger, und dann zum Blue Buff. Das funktioniert eigentlich besser. Und jetzt geht's schon los. Die W einfach mal so aktiv. Ich habe hier den Blood Trail und der geht hier hin und settert den Kill. Und dafür gibt es einen Good Job. Und die E wird aktiviert. Damage Reduction plus ein schöner 4 auf die Gegner. Der 4 hilft natürlich auch besser, durch den Jungle zu kommen. Denn gibt euch immer die Zeit, einen Auto-Attack bzw. noch eine Fähigkeit for free zu setzen. Und jetzt, so, hier passiert nichts. Also ich jungle jetzt erstmal entspannt weiter. Nach wie vor ab Level 6 viel, viel stärkere Ganks. Aber das Schöne an dem Rework ist, auch vor Level 6 kann der jetzt ganz ordentlich ganken. Hier mit der Q, wenn ihr den Knopf gedrückt haltet, ich kann euch das mal zeigen, Bob, habt ihr gesehen? Dann geht Warwick an seinem Ziel sozusagen vorbei, wechselt die Position und das ist eine sehr geile Kombination. Eben 4 plus Q, dadurch sind auch die Ganks möglich und irgendwer ist schon wieder geschwächt. Das ist so geil. Ich finde das so ultra genial, vor allen Dingen, weil das wirklich global ist. Ihr seht das auf der ganzen Map, wenn ihr die W aktiviert, dann könnt ihr auch einen Gegner anvisieren, der zum Beispiel mehr als 50% der Leben hat, der maximalen Leben, aber ich finde, das braucht man gar nicht so oft. Also die W an sich ist schon Zucker. Okay, wie sieht's aus? Ist Vi hat sich zurückgeportet. Kann ich hier vielleicht... Okay, erstmal den Vision... Ja, hat sie. Habe ich mir fast gedacht, dass sie das genommen hat. Sie ist Level 3. Ich bin Level... Ja, guck mal. Sie hat sich ja gerade... Ach, komm, die Pflanze nehme ich hier weg. Oh, den Grompi kann ich hier... Ihr seht auch, ich spiele Warwick mit Ghost. Das liegt daran, weil die Range seiner Ulti mit wachsendem Movement Speed sich erhöht.
Es ist auch hier in seiner W, wird er ja auch schneller, wenn der Gegner low ist, dann habt ihr hier mehr Range. Super Synergie. Also ich kann diesem Champion einfach nur einen fetten Daumen hoch geben. Mir gefällt er. Für mich hat er alles, was ein Champion braucht, eben um Spaß zu. Und deshalb, ich habe es am Anfang gesagt, das ist jetzt mein neuer Lieblingschampion. Ich mag diese Optik unheimlich gerne. Ich mag das ganze Kit. Ich bin gespannt, wie er dann auch in der Toplane funktioniert. Dort werde ich ihn auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Warwick früher ging auch mal in der. Und es geht schon wieder los. Und es geht schon wieder los. Guck dir das an. Und auch die sind gespottet. Ich habe jetzt hier mehrere Wege. Boah. Hier sterben werde ich nicht. Ich reduziere mal ein bisschen was an Damage. Bob. Also die Q ist auch ein super gutes Mittel, um natürlich im Jungle länger zu überleben. Ich brauche trotzdem meinen Level 6. Ich sehe gerade noch nicht so die Möglichkeiten. Hier ist jetzt gepusht. Und da ist ein Kill. Sauber. Hier ist gepusht. Der Blue Buff. Erstmal den Gromp. So, aber der, was wollte ich. Oh, da geht's schon wieder. Da geht's schon wieder los. Ich finde das so genius. Das macht dann natürlich auch immer so ein bisschen nervös. Weil man dann auch immer guckt, hey, wo ist jetzt hier was los? Wo kann ich vielleicht wen wegreißen? Aber der Blue Buff wird mir so gut tun. Ich hoffe, genau, die Gegner wissen hier nichts. Ich ziehe ihn trotzdem mal in den Busch. Na komm. So, da ist er. Und was ich sehr schön finde, ist, dass die Gegner keinen Warwick haben. Seit heute ist er draußen. Also bisher habe ich in jedem Spiel gegen einen Warwick gespielt. Komm, wir regenerieren hier einfach an der Knospe unsere Leben. So, wie sieht das aus mit einem Level 5 Drake? Geht es? Geht es nicht? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Also hier starten wir einfach mal einen ersten Versuch. Ich denke, das wird gehen. Ich habe zwar noch nicht viel an Items gekauft, aber entscheidend ist ja die Passive, wenn Warwick unter 50 oder unter 25% der Leben hat. Und jetzt hier auch, wenn der Drake jetzt auch anfängt, weniger Leben zu haben. Nein. Achso, Jhin hat mir ein bisschen geholfen. Puh, ich dachte schon, die Gegner wüssten, was ich hier vorhabe. Okay, aber wir können festhalten, Level 5, easy. Das geht ganz, ganz entspannt. Oh, hier könnten wir sogar rangehen. Lulu hat noch genug Leben. Jhin hat genug Leben. Na komm! Wow! Flash ist raus. Bot no Sums. Und ich brauche mein Level 6. Ich brauche das einfach unbedingt. Gut, dass ich hier nicht Ghost gezündet habe. Ich war kurz davor, es zu machen. Aber die Flashes sind sowieso raus. Also war es im Grunde völlig in Ordnung. Ich hole mir jetzt noch den Red Buff. Zurück muss ich eigentlich gar nicht gehen. Also ich hole mir den Red Buff. Und dann bin ich auch eigentlich Level 6 und könnte versuchen, irgendwo schön zu ganken. Ah, die Q fühlt sich geil an. Genauso wie die Q davor. Ihr heilt euch aber, damals war es glaube ich immer 80%. Jetzt sind es 30, 40, 50, 60, 70 werden es dann. So, und Zed holt sich einen Kill nach dem anderen. Okay. Irgendwen habe ich doch gerade gespottet. Jetzt sehen wir es, jetzt sehen wir es, jetzt sehen wir es. Und das Coole ist, sogar wenn. Genau, wir haben jetzt hier keine Sicht und trotzdem wissen wir, hier ist einer low. Ich bin aber. Jetzt Ghost. Jetzt habe ich Ghost. Randa. Bumm. Das ist ein Skillshot. Den musst du natürlich treffen. Und es hat alles gesessen. Oha. Komm. Randa Warwick. Und ich habe keinen Flash. Ich habe keinen Flash. Ich habe eher Ghost. Ich habe es am Anfang gesagt. Aus dem Affekt heraus. Noch, ja, weil man früher den Warwick mit Flash gespielt hat, habe ich irgendwie gedacht, ich kann flashen. Cinderhulk als empfohlenes Item. Wir probieren einfach mal als erstes Bloodraiser, also den On-Hit-Warwick. 4% der gegnerischen maximalen Leben zusätzlich. Die Q nimmt On-Hit-Effekte mit. Also eigentlich sehe ich da eine gute Synergie. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Warwick lieber so oder lieber mit Cinderhulk? Also lieber ein bisschen tanky. Empfohlen wird ja von Riot hier, dass man ihn doch eher tanky baut. Ich finde Spirit Visage auf jeden Fall nach wie vor ein sehr geiles Item, weil er viel Sustain hat. Ich würde aber sagen, Cinderhulk, Trinity Force, Blade. Also nicht Cinderhulk, sondern hier Bloodraiser. Also ich versuche es jetzt eher mal so in Richtung On-Hit-Warwick, so wie man das eigentlich von früher kennt. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Sollte man ihn so spielen? Oder habt ihr vielleicht auch schon beide Varianten ausprobiert und könnt ein bisschen mehr dazu sagen? Das ist ein schönes Spiel, ne?
Es ist ein wahnsinnig schönes Spiel. 5 zu 4 nach 10 Minuten. Es wird keine Surrender geben. Wie steht VAR jetzt eigentlich? 0-1-0. Stehe ich ein bisschen besser? Ha! Und Zed, er rasiert. Und wie er rasiert. Sie ist Level 8. Ich glaube, nee, ich werde sie nicht besiegen können. Oh, ernsthaft? So, jetzt pass auf. Hier kann ich... So kann ich natürlich auch wunderbar fliehen. Okay, ich werde mich ja entspannt hochsustain. Das kann der Warwick. Und deshalb glaube ich auch... Ah, der Alte, den konnte man nach seinem letzten Nerf nicht mehr top spielen. Na, die haut schon ab. Die haut schon ab. Das braucht ihr gar nicht. Aber Zed will's immer noch wissen. Der hat aber keine Ulti, nee. Und Camille ist relativ tanky. Also die wird er nicht wegbursten können. The Beauty of the Knosp. Da können wir uns ein bisschen heilen. So, jetzt bin ich schnell. Danke dir. Er wollte ihn mir aber lassen. Da bin ich ziemlich sicher. Er hat relativ lange mit dem nächsten Auto-Attack gewartet. War also, glaube ich, in Ordnung. Ich schreibe nochmal Thanks. Ich denke, dass das so gewollt war. So 7 zu 4. Langsam fängt an, der Spieß sich zu unseren Gunsten stark zu drehen. Ja. Also habe ich seine Bewegung nicht analysiert, sondern also richtig verstanden auf jeden Fall, was er wollte. Ah, oh, hier gibt's schon wieder was zu holen. Ein paar kleine Babys. Oh. Na komm. Soraka! Bam. Oh, please. Damage Reduction. Nützt nichts mehr. Ich war schon zu tief im Tower und war zu schwach. Oh, Katarina. Es ist knapp. Okay, den hat sie. Camille war sogar noch nicht mal da und Camille ist nach wie vor ein sehr böser Champion. Ach, dieses Item habe ich ja völlig vergessen. Tiamat. Nehmen wir Sheen wegen einem zusätzlichen On-It-Effekt. 1,5 Sekunden Cooldown. Das ist Porno. Damit könnt ihr so, gerade weil die Q, ist es richtig eigentlich? Oder haben sie das nochmal verändert? Die Q nimmt. Leap behind. Lunges find. Applies On-It-Effects. Ganz genau. Das heißt, ihr habt hier alle 5 Sekunden einen On-It-Effekt. Das heißt, 75 Bonus Schaden und natürlich den Schaden, der hier nochmal rauskommt. 109. Oh, Warwick auf AP. Geht das? Ich habe keine Ahnung, wie hoch hier die AP-Skalierung ist. Warte mal. Das ist schon wieder interessant. Ich rieche doch, dass irgendwo irgendwer low ist. Ich rieche da... Okay, jetzt nicht mehr. Ich komme, Baby. Ich komme, Lulu. Jetzt sogar mit Ghost. Oh, nie im Leben kommt ihr weg. Nie im Leben. Ich will die eigentlich auch noch haben. Lulu hat's perfekt gemacht. Bumm. Einmal die Seiten gewechselt. Das ist so geil. Das ist so genial. Warwick hat diese einmalige Mobilität. Eine ganz, ganz neue Mechanik, die es so vorher noch nicht gab. Und es fühlt sich... Ach, ich kann nur von diesem Champion schwärmen. Gestern habe ich meinen Hass-Champion gespielt. Heute bin ich total relaxed, kann super schwärmen, was dieses Monster drauf hat. Und wieder rieche ich irgendwo was. Zack, es hat gereicht. Ich würde hier mal vorbeischauen, wenn meine Ulti trifft, wenn sie nicht wegjumpt. Komm. Ja. Nein! Komm, ich versuch's noch. Nein. Alles klar. Ich wusste gar nicht, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass man die E nicht einsetzen kann. Na, den Blue Buff will ich haben. Die E kannst du nicht einsetzen während der Ulti oder im Flug der Ulti. Das wäre nämlich ganz cool, wenn man den Gegner hier CC't und danach gleich viert. Das wäre vielleicht ein bisschen zu heftig, aber ich würde es ganz lustig finden. Okay, der Blue Buff ist nicht da. Dann gönne ich mir unseren Blue Buff.
Ah, vorbei, hier gibt's jetzt einen Fight. Da muss ich. Aha, irgendwer ist low. Irgendwer ist low, irgendwer ist low. Und da will wer sterben. Und da will. Nice. Ah, hier ist noch Camille. Die war ziemlich stark. Oh, die sind stark. Die sind stark. Ich bin ziemlich squishy. Camille und Katarina, das sind definitiv zwei Champions, vor denen ich sage, da muss man Respekt haben. Okay. Okay. Sie hatte aber auch keinen Respekt davor, dass wir zu dritt im Busch waren. Und damit kann ich mir das nächste Item... Ah, nicht ganz, nicht ganz. Fage ist cool. Cool ist, dass wir hier 5% zusätzlichen Movement Speed haben. Synergiert natürlich sofort mit der Ulti, wenn wir schneller sind. Da würde ich auch fast schon sagen, dass 5er-Schuhe echt cool sind. Machen wir das mal? Oder permanent die 3er? Bap, bap, bap. Ich nehme mal die 5er. Ich bin gespannt, was da geht, wie schnell ich bin. Und wenn ich den Gegner ja nur jage, bin ich theoretisch noch out of combat. Das heißt, ich habe hier diesen mega Movement Speed. 115 Movement Speed. Und das sollte eigentlich der Ulti wahnsinnige Range geben. Wenn ich sogar noch zusätzlich hier 35% schneller bin. Okay, wir werden es gleich sehen. Oh, Zed Unstoppable. Good job. Ulti ist ready. Wie sieht's aus von der Range? Oh, eine kleine Vi. Ich heile mich hier um 100% des Schadens, den ich anrichte. Und der ist ziemlich hoch jetzt in der Kombination. Sekunden Cooldown für die Ulti finde ich auch okay. Das ist einfach nur toll. Good job, Riot. Das erste Rework, an dem ich, glaube ich, gar nichts auszusetzen habe. Also wirklich. Das hat einfach nur den Champion verbessert. Hoffentlich kommt er nicht ganz in die Meta, weil ich mag das nicht, wenn Champions Mainstream werden. Also da mag ich lieber so diese leichten Nischen-Champions. Ich hoffe, da bleibt Warwick ein bisschen. Ich finde ihn aber richtig Zucker. Puh, schöner Schuss von Jhin. Der letzte, der vierte. Wahrscheinlich, als ich Thresh mit dem stärksten Auto-Attack in League gespielt habe, habe ich übersehen, dass es wohl noch Jhin gibt. Und Jhin hat auch einen der stärksten Auto-Attacks, die es gibt. Tiamat ist auch geil. Dann frisst du dich so schnell durch. Passt natürlich, wenn man am Anfang hier sich die grüne Kugel gönnt. Papapap, ich mach's jetzt einfach. Und hier wird auch nochmal gewechselt. So, das heißt, ihr seht schon ein bisschen, welchen Bild ich anpeile. Ah, warte mal. Ich jag wieder irgendwen. Okay, das nützt nichts. Wie sieht's hier aus? 14 Sekunden. Bin ich gleich da. Oh, jetzt ist Camille mit drin. Die ist ja nach wie vor ein mega starker. Wie sie ihm hinterhergekommen ist! Na, wer gewinnt das Ding? Puh, sehr knapp. Ich warte jetzt hier. Ich bin jetzt vorbereitet in... Oha. Und da sind sie zurück. Wegen Camille. Und weil die wahrscheinlich zu fünft waren und wir zu... Also hier wurde zu dritt ge... Oh, ist das Zucker. Ich versuch's mal. 5er-Schuhe. Ich bin so schnell. Ah, ich hab ihn nicht erwischt. Aber reicht es trotzdem? Das reicht so easy. Oh no, aber ich bin tot. Aber unglaublich, ne? Ich konnte relativ lange auch diven, weil die Q einfach 70% des Schadens. Und das müsste, warte mal, 161. 10% der gegnerischen Maximalleben plus die 4. Das heißt, wir haben 14% der gegnerischen Maximalleben plus hier nochmal 84 Bonus-Damage. Das ist schon geil, ne? Das ist schon sehr, sehr geil. Und ich gönne mir jetzt, also jetzt gehe ich weiter Richtung, ja, auch schön. Warwick hat viele coole kleine Boosts sozusagen eingebaut. Hier On-Hit-Effekte, hier Movement Speed plus Attack Speed. 4, sowieso geil. Auch hier, dass das Ganze mit Movement Speed synergiert bei der Ulti. Von daher auch zum Beispiel jetzt Attack Speed, das synergiert schon wieder mit der W. Also ist Trinity Force schon eines der besten Items auf ihm. Gibt ihm Movement Speed, gibt ihm Attack Speed, gibt ihm den On-Hit-Effekt, den er braucht. Ja, da geht schon einiges.
Oh, mit dem Attack Speed. Einfach nur Zucker. Ich glaube, ich habe jetzt ziemlich oft gesagt, dass ich Warwick als Zucker finde, aber das ist so. Er ist im Moment jetzt, also ich spiele ihn ja seit heute. Das heißt, ich habe jetzt auch nur ein paar Spiele mit ihm gemacht, aber er ist einfach nur toll. Haben wir. Und wie er die ganze Zeit Gegner erschnüffelt. Ich werde ihn zwar auch nochmal in der Toplane voll spielen. Ich habe aber das Gefühl, der ist schon der geborene Jungler, ne? Allein durch seine W. Hopp. Passiert hier. Oh, jetzt wollen sie es. Ha, die Blutung. Nein, Soraka. Also Soraka im Late Game auch überstark, ne? Hopp. Ach was. Ich bin voll weit gesprungen. Was skill ich? Oh, ich habe jetzt als. Oh, als zweites die E geskillt. Gibt mir ein bisschen quasi Tankiness. Ich glaube aber, man hätte ruhig die W skillen können. Das macht keinen Sinn. Ja, und Tiamat ist da eigentlich auch cool, weil ihr durch den On-Hit-Effekt von der Q auch Tiamat nochmal mitnehmt. Da klärt ihr schon. Da klärt ihr schon ziemlich schnell die Gegner. Oh! Oh, das ist zu viel. Das ist. Oder ist das für Z zu viel? Ich glaube. Er kommt einfach nicht raus. Das ist sein Problem. Nein! Oh, come on! Ich habe mich sogar noch geheilt mit der Q. Aber das war so eine kleine Heilung und das war wahrscheinlich der dritte Auto-Attack von Vi. So, Darius spinnt. Darius hat keine Ulti. Ja, versucht alles! Oh, die haben aber auch viel CC. Oh, der war nice. Der war sehr nice. Sofort 5 Blutungen. Hat sie irgendwas, was sie heilt? Oh, 60 Leben sind ihr geblieben. Und er hatte seine Ulti nicht. Die wäre es hier gewesen. Einen nach dem anderen hätte er weggefetzt. Trinity Force gehört jetzt mir. 942, das ist auf jeden Fall ein bisschen besser als die Vi steht. Hat aber ein bisschen mehr Support. Also es ist schon relativ ausge. Ich denke, Warwick ist jetzt echt gut. Der passt jetzt. Ich denke auch nicht, dass er unbedingt genervt werden muss. Leute müssen ein bisschen lernen, gegen ihn auch zu spielen. Das ist ja immer so. Wenn ein vermeintlich neuer Champion auf den Richtfeldern erscheint. Was ich noch besser machen kann, ist definitiv mit der Q besser zu arbeiten. Das heißt, besser die Gegner anzuspringen und dann vielleicht sogar nochmal die Position zu ändern. Da entkommst du auch teilweise den Gegnern ganz gut. Bringst dich selbst. Also ich habe das Gefühl, damit kannst du dich oft in eine wesentlich bessere Situation bringen. Oh, es geht schon wieder los. Okay, es ist sofort wieder vorbei. Ich schnetze jetzt hier einfach den Tower. Das Team scheint erstmal gut klarzukommen. Na komm, so. Also eigentlich müsste ich die W hochskillen, ne? Okay. Ich sehe hier, es wäre low. Ich weiß nicht. Oh, wie schnell sind sie? Komm! Ey, ich hab sie! Wow! Bitte, ich komm noch weg! Bitte, ich komm! Schadensreduktion. Er hat geflasht. Ich hatte hier diese Schadensreduction, Damage Reduction, 50%. Und es hätte mich fast gerettet. Das wäre gut gekommen, hat aber nicht gelangt. Jetzt Titanic Hydra, was meint ihr? Ich bin natürlich nicht sonderlich tanky, allein schon, dass ich hier mich für das On-Hit-Item entschieden habe. Trinity Force, Blade of the Rune King ist geil wegen On-Hit-Effekten. Ein paar mehr Leben würden mir auch gut tun, aber es hat. Habt ihr gesehen, wie weit die Range auch jetzt gerade von der Ulti war? Hier 5%, hier bekomme ich 40%. Man hätte, glaube ich, das echt als zweites hochskillen können. Allein, was hier passiv passiert, ist total stark. 65%, 65% Attack Speed und diese Bonusse sind verdreifacht gegen Champions unter 20% Leben. Ah, das hilft ihm auf jeden Fall, den Drake auch easy peasy solo zu machen. Mit der Kombination mit. Wobei, das sind seine Leben, das sind die gegnerischen Leben. Das muss man schon unterscheiden.
Okay, wir brauchen jetzt eigentlich nur einen vernünftigen Teamfight. Gesmited. Dadurch habe ich den Support bekommen. Ich weiß nicht, zu zweit haben wir schon eine Chance, denke ich. Ich versuche mal die E. Oh, Kamel, ja. Ja. Ich laufe aber noch rein. Ich laufe rein, mein Junge. Komm, wir haben sie. Hüp! Wir haben sie nicht. Und wir haben schon wieder irgendwie zu greedy alleine gefightet. Vielleicht groupen? Wäre mal eine Idee. Im Grunde war es okay. Wir wollten uns auf Kamel fokussieren, haben sie mitgenommen. Aber dann war auch noch der Rest des Teams da. Für mich gibt es jetzt nochmal einen Ruby-Kristall. Also ich habe mich jetzt schon für Titanic entschieden. Spirit Visage. Ich denke, auch nach diesen beiden Items kann man immer noch gut Tanky bauen. Das ist kein Problem. Also dann die beiden. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein Frosthammer oder sowas. Okay. Aber jetzt sollten wir sie schon langsam zerstören, weil das ist eklig, dass die auf einmal... Die standen schon wesentlich schlechter. Also eigentlich sind die Gegner gerade am Zurückkommen und nicht wir. Wir geben das gerade so ein bisschen aus der Hand, das Match. Okay, was ist mit Darius los? Darius, hallo? Er holt die Pizza? Okay, habe ich irgendwas verpeilt? Ich habe Ghost, ich habe Smite. Und hier ist Kamel. Hier, Leute, komm. Dann holen wir uns die gemeinsam. Sie ist der schlimmste Gegner. Oh, die ist tot. Die ist tot. Ich kann nicht sterben. Ich kann sterben. Wow. Ich hätte jetzt gedacht, ich wollte es auch auf jeden Fall wissen. Ich hätte jetzt hier gedacht, dass allein durch diese Passive... da hätte ich gedacht, ich kann wirklich nicht sterben. Aber da hat mich gerade Kamel eines Besseren belehrt. So, jetzt gibt es noch Titanic Hydra. Und ich habe sogar die Ulti. Ich habe ziemlich viel getroffen. Der 4 hat sie nicht erwischt. Da hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Da hätte ich ein bisschen warten können und den Spieß ein bisschen umdrehen. Also jetzt gibt es nochmal einen Vision Ward. Und Darius ist echt... Also ich hoffe, der holt jetzt nur schnell irgendeine... Ja! Wenn du vom Teufel sprichst. Der hat nur schnell eine Pizza geholt. Und Zed hat sowieso hier den Fight eigentlich für uns entschieden. Zed steht... Achso. Dezente 20-5-5. Okay, aber ob... Ja. Im Prinzip bin ich da, wenn irgendwas sein soll. Oh, Katarina. Eigentlich will ich die Katarina haben, ne? Bloß wenn ich sie anspringe. Ja, komm. Wow! Der war nicht schlecht. Und das ohne Ulti. Ah, ich kann mit der W auch noch ein bisschen mehr arbeiten. Bob. Wo ist denn... Da ist sie. So, man kann die Ulti nämlich auch als Escape benutzen. So viel dazu. Oh, die sind aber... Echt schnell. Echt schnell. Nochmal umgedreht, nochmal versucht. Okay, da waren sie zu schnell. Und Vi hatte noch ihr Ulti. Uff, echt sorry, Team. Darius 3-9. Und ich gehe jetzt weiter. Spirit Visage ist schon gut. Dann habe ich auch sogar die 40% Cooldown Reduction voll. Ist auch ganz nice. Schneller als jede Minute die Ulti. Oh, dieses Battle gucke ich mir gerne an. (lacht)
Ihr Schild war gigantisch, aber der Schaden von Zed war deutlich gigantischer. Drake. Wie, noch nichts ist verloren. Stay positive, aber hallo? Das ist sogar easy peasy gewonnen, sag ich mal voraus. Ja, guck dir das an. Ich wusste doch, dass die kleine freche Maus... Leute, da müssen wir rein. Irgendwer ist low. Irgendwer ist low. Es zeigt mir die Blutspur. Ach so, nee. Das war die W. Die hat Vi anvisiert. Ich dachte, hätte ich eher Soraka getroffen. Ich glaube, that's it. That's it. That's it. Die Ulti von Warwick. Da ist sie wieder Zucker. Einfach mal entspannt ein bisschen jungeln. Den Red Buff klauen. Oh, mitnehmen, was geht. Okay, ganz cool. Jetzt können wir immer noch Rambazamba machen. Habe ich eigentlich auch nichts dagegen. Nur wo ist Camille? Die Camille ist einfach... Oh, yes. Oh, wie sie den Set schön rausgenommen haben. Die Gegner gewinnen das gerade. Hört auf, euch baiten zu lassen. Das stimmt. Das stimmt. Wir gehen auch einfach irgendwie rein. Also wir haben... Irgendwie seit den letzten 10 Minuten das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Auch ich irgendwie. Ja, die Konzentration ein bisschen nachgelassen. Ey, man sagt, wir sind sowieso weit vorne. Und ja, und dann macht man ein paar Moves, die irgendwie fehl am Platz sind. Die werden sich jetzt Baron holen. Und dann müssen wir, ja, jetzt haben sie Baron. Da müssen wir zusehen, dass wir gemeinsam ein bisschen mehr machen. Ich vielleicht auch ein bisschen engagen. Ich bin da auch sehr zaghaft. Camille geht rein, holt sich sofort einen nach dem anderen. Die steht natürlich auch wahnsinnig. Oh, die stehen aber alle wahnsinnig stark. Oh, wir haben 0, 10, 18, 4, 7. Okay. Hole ich mir nochmal den Blue Buff. Und dann kommt es hoffentlich zu einem schönen Teamfight, der zu unseren Gunsten ausgeht. Mhm. So viel dazu, du holst dir den Blue Buff.
Ja. Okay. Ich muss viel mehr mit den Autotext machen. Papi, greif doch mal richtig an hier. Hat. Nur Katharina ist gestorben. Hat Z sich keinen. Also Z muss mindestens einen rauskriegen. Eigentlich sogar den ADC wahrscheinlich rauskriegen. Ja, der Fehler. Camille ist tanky. Und die haben wir gefokust. Boah, ist das gerade heavy. Die werden das jetzt aber nicht beenden, oder? Wenn die's. Ne, ich glaube. Ne, die schaffen das nicht zu beenden. Ne, beenden nicht. Sie fall auch. Okay, ein Inhibitor. Es ist noch in Ordnung. Huh, aber das Spiel fängt dann richtig kritisch zu werden. Und die hatten den Baron-Buff, richtig. Okay, da ist unsere Chance. Die haben keinen Baron-Buff mehr. Wir, gebündelt, können hier einfach mal feuern. Darius ist auch ein Tank. Komm schon, ey, wenn wir hier jetzt. Ja, die wissen es nicht. Ich hoffe, sie wissen es nicht. Je nachdem, ob sie hier ein Ward haben oder nicht. Dann könnten wir auch leicht genatzt sein. Kommt, Leute. Höp! Junge, kann ich die nicht besiegen? Wieso? Ich konnte sie nicht besiegen. Ist Vi im Late Game nochmal wesentlich stärker? Oh nein. Und sogar unser Set ist gestorben. Ba-ba-ba-ba-ba. Die haben jetzt den Elder. Drei von denen weg, bei uns vier. Knapp oder nicht knapp? Schon ein bisschen knapp. Aber ich darf einfach. Ich darf einfach nicht mehr. Also den Tank an Ultin. Ich dachte einfach, wir haben sie auch schnell weggeknallt. Aber dann war wiederum alles weg für den Rest. Boah, was für eine Wahnsinns-Range. Habt ihr es gerade gesehen? Für die Ulti? Okay, ich bleibe positiv. Wir kämpfen bis zum Ende. Das ist nicht verloren. Das ist ein fetter gewonnener Teamfight. Und dann haben wir das Ding in der Tasche. Na, schade. Jetzt können sie sich auch den Inhibitor easy holen. Oh, was ist da los? Was ist da los? Inzwischen stirbt Zed auch schon solo. Oha. 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 Wo ist Jin? Schade. Spiel aus der Hand gegeben. Am Anfang lief alles richtig, richtig gut. Darius dann irgendwie Pizza holen gegangen oder so. Ich glaube, genau. Vielleicht war es sogar das. Vielleicht waren es gar nicht so die Ultra-Fehler, die wir gemacht haben. Obwohl mit Sicherheit auch vielleicht der ein oder andere dabei war. Aber in dieser mittleren Phase, da wo die Gegner zurückgekommen sind, da war Darius eine gute Zeit lang nicht da. Schade eigentlich. Aber Warwick, ich liebe ihn total. Das ist so ein cooler Champion. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Die Minions beenden jetzt ganz entspannt. Na?
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Oder lasst ein Abo da. Ich bin raus, ich bin euer Tomek. Macht's gut. Ciao, ciao.